herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talking Red ganz direkt. Ich bin Manuel Windholz und ich freue mich sehr, euch zur heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema des leistbaren Wohnens und gemeinsam mit der Expertin Andrea Jani tauchen wir gleich ganz tief ein in die Frage, wie leistbares Wohnen auch in Zukunft gelingen kann. Was braucht es dafür? Welche Rolle spielt hier zum Beispiel auch die Leerstandsabgabe und vor allem aber auch, wie geht sozial gerechte Wohnpolitik? Hören wir rein, los geht's, viel Spaß mit dieser Folge. Ja, vielen Dank für die Einladung und es ist wirklich ein spannender Raum, wo ich hier bin und darf den Hörsaal sozusagen hier gegen den Judenburger-Saal tauschen. Und mein Themenschwerpunkt Wohnen, ich bin verortet auf der Karl-Franzens-Universität in Graz und habe heute so ein wenig einen Überblick mitgebracht, weil es immer sehr schwierig ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sie wissen das vielleicht, kurz sich zu halten, aber ich werde mich bemühen und zum Thema Wohnen. Ich werde Ihnen eine kleine Einleitung, einen Überblick verschaffen, dann über Flächenverbräuche und Gebäude reden, Lösungsansätze aus meiner Perspektive, aus der wissenschaftlichen Perspektive und ein paar Good Practice Beispiele, wo man sich vielleicht ein paar Impulse holen könnte, was so gebaut werden kann oder was vielleicht auch schon tatsächlich mehr als vorhanden ist. Zum Ersten das Thema Nachhaltigkeit. Das ist etwas, also dieses Schlagwort ist ja sehr stark verwendet in den letzten Jahrzehnten, möchte man fast schon sagen. Und daher ist es mir ein Anliegen, ein bisschen diese Einbettung zu zeigen. In der Wissenschaft ist es so, diese starke Nachhaltigkeit ist das Vorrangmodell. Und genau an dem orientieren wir uns. Und da gibt es außen die Ökologie. Und die Ökologie hat beschränkte Verfügbarkeit. Da gibt es nicht zu substituieren. Das ist das, was wir als Erde vorgefunden haben vor vielen, vielen Jahren als Menschheit. Und das ist die Grundlage eben für jegliche Lebensbedingungen. Und dieser Entwicklungskorridor. Und der Entwicklungskorridor zeigt schon auf, da gibt es Grenzen. Das sind diese planetaren Grenzen, die aufgezeigt werden, immer mehr, immer stärker. Und genau darin sind wir eingebettet, die soziokulturelle Dimension. Und da geht es ganz stark um Generationenvertrag, um Gerechtigkeit, um Geschlechtergleichheit, also einiges, was wir gerade schon gehört haben, um Partizipation, Mitbestimmung, kulturelle Vielfalt, Gleichberechtigung in Entscheidungsprozessen und als wichtigster Fasspunkt als inklusive Gesellschaft. Alle dürfen dabei sein, alle dürfen teilhaben. Also auch einiges, was ich jetzt hier schon in den letzten Minuten hören konnte. Und als Drittes darin eingebettet ist erst die Ökonomie. Ohne Gesellschaft und ohne Ökologie kann keine Ökonomie funktionieren. Und genau das ist dieser Kern, dieses Vorrangmodell zur starken Nachhaltigkeit. Und dass die Ökonomie langfristig stabil sein muss, ist ganz klar. Und dass es den Erhalt des natürlichen Kapitalsbedarfs ist, glaube ich, aus dieser Perspektive auch mehr als verständlich. Und natürlich geht es um Erfüllung von Bedürfnissen, auch zukünftiger Generationen, auch aus ökonomischer Perspektive, aber eben auch um Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Und dies aus einer Perspektive zu sehen, was das Bauen anbelangt, Gebäude anbelangt, Wohnen anbelangt, bedarf es auch einen Blick auf Flächenverbräuche. Und hier zusammengestellt sind die bisherigen Entwicklungen. Und die sind nach wie vor sehr besorgniserregend. Wir haben hier eine Darstellung von Gesamtösterreich, die Steiermark dunkel hervorgehoben, leider Gottes in diesem Fall als Spitzenreiter, weil 3,1 Hektar pro Tag verbaut werden. Das ist in einem Zeitraum von 2019 bis 2021 durchgerechnet. Der gesamte Wert in Österreich beträgt 11,3 Hektar. Der Zielwert für Österreich wäre 2,5 Hektar pro Tag. Zu sehen, was die Steiermark allein schon verbaut. Das ist ein ziemliches Problem. Und jetzt nochmal zurück auf diese Ökologie. Wir haben da Grenzen, die wir einhalten sollten. Jetzt in einem zeitlichen Verlauf das anzuschauen, wäre es so, dass wir diese Flächeninanspruchnahme ja verringert haben in Gesamtösterreich im Vergleich. Dieser Zielwert wären 9 Quadratkilometer pro Jahr,
Aber wir lagen 2021 noch bei 41 Quadratkilometer pro Jahr. Und nochmal, diese Ressourcen, wir haben da nicht so viele davon, die sind begrenzt und auch nicht erweiterbar. Was wird denn eigentlich jetzt verbraucht? Also was sind eigentlich diese Bodenverbräuche, um die es da immer geht? Und die ganz größte Menge sind die Bauflächen. Also das, was wirklich gebaut wird, was versiegelt wird, was Boden in Anspruch nimmt. Was die Verkehrsflächen dann auch noch verursachen, ist natürlich etwas, was mit jedem Gebäude dazukommt. Weil ein Gebäude steht nicht alleine. Es muss erschlossen werden, es braucht Wege, es braucht Transportmöglichkeiten. Dann gibt es in dieser Darstellung Betriebsflächen noch gesondert und die Erholungs- und Abbauflächen. Also nur so als Verhältnis Ihnen zu zeigen, warum es so wichtig ist, überhaupt auch über Gebäude und über das Wohnen zu sprechen. Und es gibt eine aktuelle Studie, die ist genau ein Jahr alt, vom Market-Institut. Die haben abgefragt, braucht es eine verbindliche Obergrenze für den Bodenverbrauch in Österreich? Und 46% sagen auf jeden Fall und 35% eher schon, also eine große Zustimmung von 81%. Ja, das muss passieren. Und setzt die Politik ausreichend Maßnahmen gegen den Flächenfraß? 82% stimmen nicht zu. Also da gibt es doch noch einige Handlungsfelder, ein Jahr alt, was zu beachten wären. Und ganz konkret wünschen Sie sich von der Politik strengere Gesetze und Maßnahmen gegen die Verbauung der Landschaft und den Flächenverbrauch? Ja, 82% sagen ja, uns ist das wichtig. Also insofern wäre da ein gewisser Handlungsauftrag zu sehen, aus meiner Perspektive und das, was dort vor einem Jahr erhoben wurde. Aktuell wissen Sie wahrscheinlich alle als Exkurs ein wenig, die Steiermärkische Raumordnungs- und Baugesetznovelle von 2022. Da gab es Sondervorschriften für Handelsbetriebe und da wurde vorgeschrieben, dass sie im 400 Quadratmeter nur mehr 2 oberirdische Stockwerke aufweisen dürfen über 400 Quadratmeter Handelsfläche. Sondervorschriften für den Wohnbau, ja, da könnte man auch noch ansetzen. Wo könnte man ansetzen? Das ist jetzt etwas, wo ich mich weiter mit beschäftigen möchte. Zum einen ist es wichtig zu verstehen, dass die globalen energiebezogenen CO2-Emissionen von Gebäuden ca. 40% ausmachen, im Gesamten global gesehen. In Österreich sind 88,3% der gesamten gebauten Umweltwohngebäude. Also Wohnen ist etwas, was am meisten Fläche verbaut, verbraucht in Gesamtösterreich. Jetzt ist es so, dass aktuell in der Statistik Austria in dem letzten Zensus von Gebäude- und Wohnungsregister eine Meldung kam, eine sehr neue von der Statistik Austria, die erstmalig angeschaut hat, wie viel Nichtwohnsitzmeldungen es eigentlich in den Wohnungen gibt. Und jede siebte Wohnung hat keine Wohnsitzmeldung aktuell in Österreich. Das sind 13,3% für Österreich, 14,7% für die Steiermark. Also da gibt es etwas, was existiert, was gebaut ist, was vorhanden ist, aber nicht genutzt wird, untergenutzt wird, zu wenig genutzt wird. Eine Möglichkeit, die eingeführt wurde vor einem Jahr, ist die Leerstandsabgabe, Zweitwohnsitzabgaben, um da eine gewisse Mobilisierung zu schaffen. Die sind erst seit einem Jahr aktiv. Die Evaluierung steht noch aus. Ist sicher auch sinnvoll, da mit Zahlen und Daten das zu hinterlegen und dann aber auch auf eine Bundesebene das ganze Thema zu bringen, weil jetzt einfach, wie man sieht, österreichweit, Steiermark, viel gebauten Raum gibt, der nicht adäquat genutzt wird momentan. Was könnte man jetzt machen? Wenn man überlegt, wir haben das Bauen vorher schon gehört, natürlich ist es wichtig, viele mitzunehmen und auch Wohnraum zu schaffen. Jetzt könnte man effizienter bauen. 20% würde das ausmachen in der Erstellungsphase, um das Reduktionspotenzial von Emissionen zu gewährleisten. Also immer bezogen auf unsere Grenzen, die wir tatsächlich haben. Man könnte clever bauen, man könnte bessere Baustoffe verwenden, die Optimierung der Bauprozesse vorantreiben, Reduktion von Ressourcenverbräuchen. Man könnte weniger bauen, Bestandsnutzung optimieren und maximieren. Also da steckt schon viel drin von diesen jeder siebte Wohnung, die nicht genutzt wird oder zu wenig genutzt wird, untergenutzt ist.
Und man könnte aber auch tatsächlich darüber nachdenken, dieses Bauen zu vermeiden, wenn man sich im Klaren ist, was das wirklich heißt und im Abgleich dazu, wie viel man vorhanden hat. Und da geht es ganz aktiv darum, Alternativen anzudenken und Ursachen des Bedarfs in Frage zu stellen. Also warum und wieso und wie viel ist überhaupt schon da und wie viel brauchen wir? Ich habe vorher schon gesagt, dieser Wohngebäudebestand, eben, wir haben ohne Wohnsitzmeldung 13,3 österreichweit, 14,7 steiermarkweit. Das ist jetzt sozusagen auch als kurzer Darstellung. Der Neubau macht relativ wenig darin aus. Also wir müssen relativ gezielt auf den Wohngebäudebestand schauen. Und daran gibt es dann auch nachhaltigkeitszertifizierte Gebäude. Das ist noch ein viel geringerer Teil. Diese 88,3% des Wohnbaus in Österreich befinden sich in Wohngebäuden mit einer Wohnung, mit zwei Wohnungen und mit drei und mehr Wohnungen, also der klassische Geschosswohnbau. Alles andere sind Gebäude für Büros, Groß-, Einzelhandel, Schulen, öffentliche Einrichtungen. Sie wissen das. In diesen 8,3% stecken aber 51,2%. Und diese 51,2%, das sind die Gebäude mit einer und mit zwei Wohnungen, also klassische Einfamilienhäuser, die es gibt. Und wenn man sich das kurz anschaut, österreichweit, das ist eine Berechnung von 2021, hatten wir 8,8 Millionen Menschen circa mit 1,8 Millionen Wohngebäuden mit ein oder zwei Wohneinheiten, hätten wir eine Belegungszahl von 4,8. Was heißt das? 4,8 Menschen wohnen in jeder Wohneinheit, die genau auch für eigentlich Familien vorgesehen ist. Wir bräuchten nicht einmal Geschosswohnbau. Wir würden alle Menschen 2021, die in Österreich anwesend waren, unterbringen in allen ein- und zwei Personenhaushalt oder Haushaltswohnungen. Das ist aus meiner Perspektive, aus der wissenschaftlichen, sehr erschreckend eigentlich, weil wir haben relativ viel Geschosswohnbau und erklärt aber auch dieses Phänomen, jede siebte Wohnung hat keine Wohnnutzung. Unter anderem dieses Phänomen kann das mit erklären. Wenn wir jetzt dann reinschauen, nochmal vertiefter, diese Wohnflächen, Rechtsverhältnisse, Haushaltstypen, dann wohnen aktuell Menschen mit Kindern, also Ehepaare klassisch, auf durchschnittlich 4 Quadratmeter pro Wohnung, aber pro Person relativ gering. Also circa knapp über 25, circa 30 Quadratmeter pro Person. Bei den Einpersonenhaushalten ist es so, mit Menschen, die über 60 und älter sind, dass sie knapp bei 85 Quadratmeter Wohnfläche und auch pro Person sind eben Einpersonenhaushalte leben. Menschen, die natürlich vor 40, 50 Jahren ihr Einfamilienhaus errichtet haben und jetzt aber nicht mehr als Familie darin leben, sind genau diese Quadratmeterverbräuche, die da aufscheinen in der Statistik. Und aus meiner Perspektive ist es auch ein Ansatzpunkt, wo man darüber nachdenken kann, wie man damit umgeht. Und wir haben schon gehört, eben diese Kostensteigerungen, die Kostensteigerungen beziehen sich ja auch stark auf die Volumen, auf die Flächen, die man wirklich nutzt und die man bewohnt. Und hier nur eine kurze Darstellung der durchschnittlichen Wohnkosten von Hauptmietwohnungen pro Wohnung und pro Quadratmeter. Und was man natürlich gut erkennen kann, die Genossenschaftswohnungen und die Gemeindewohnungen sind natürlich immer unter den Marktpreisen, also unter dem gewerblichen, privaten Wohnbau. Das ist immer so und das ist auch eine Lösung für dieses Gesamtthema. Was passiert aber seit Jahren eigentlich, dass der geförderte Wohnbau rückläufig ist und weniger geförderte Einheiten eigentlich errichtet werden im Vergleich zum nicht geförderten, frei finanzierten gewerblichen Wohnbau. Auch das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss und die umgekehrt werden sollte, auch aus der wissenschaftlichen Sicht. Und weil es auch schon vorher angeklungen ist, diese sozialkulturelle Dimension, Frauen, diese Gerechtigkeitsfrage,
Frauen sind unterrepräsentiert in der Planung, ganz generell, was Wohnbau, was Gebäude anbelangt, und sind auch selten bis gar nicht in Entscheidungspositionen bezogen auf das Wohnen. Das sind auch wissenschaftliche Erhebungen, die es gibt. Also es ist mehr als ein Wunder, dass ich eigentlich hier stehe, möchte man fast meinen. Frauen haben andere Wünsche und Bedürfnisse. Das sind auch Erhebungen, die wir sehen und in einigen Städten in Österreich durchgeführt haben, dass Frauen ganz andere Zugänge zum Thema Wohnen haben. Warum? Weil sie viel mehr und intensiver diese Flächen nutzen, diese Räume. Also sie sind ja viel mehr mit diesen Quadratmetern und mit diesem ganzen Umfeld eigentlich beschäftigt und haben dadurch auch andere Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse. Und genau, daran angeknüpft ist eben dieser andere Alltag, den Frauen haben und mit anderen reduzierten, oft leider noch immer vorhandenen Ressourcen arbeiten müssen und im Alltag, eben auch im Wohnalltag zu kämpfen haben, um sich überhaupt gerechten Wohnraum, guten Wohnraum leisten zu können. Es gibt viele Lösungsansätze, es gibt viele Optionen und es ist nur ein kurzes Bild eigentlich darüber, was es für Möglichkeiten gibt, angefangen von gemeinwohlorientiert, kooperativ, Bestandsnutzung, sozial gerecht, leistbar, sanieren. Ein wenig ein tieferer Blick da rein, aus meiner Perspektive ein großer Hebelbestand aktivieren und attraktivieren. Bestandsmobilisierung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Nochmal, jede siebte Wohnung ist nicht wohngenutzt. Es geht um die Weiternutzung, Umnutzung, Erweiterung. Geringerer Einsatz von Baustoffen geht damit einher. Die vorhandene Infrastruktur, die ohnehin schon ist, wird mehr genutzt, und die Einsparung für Treibhausgase, keine neue Bodenversiegelung, Ernährung, Natur, Mobilität, Gesundheit, all das profitiert daraus und davon. Und den geförderten Wohnbau stärken. Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt aus meiner Perspektive, um wirklich Lenkungseffekte zu garantieren, ökonomisch, ökologisch, sozial, weil genau dort Lenkungseffekte überhaupt möglich sind im geförderten Wohnbau. Und das Ganze wirkt sich natürlich auch als Kostendämpfung aus. Die Sanierungsförderung nach Bundesländern habe ich hier mitgebracht, eine kleine Übersicht, die von Global 2000 gemacht wurde, bezogen auf einen Einmalzuschuss für thermisch-energetische Sanierung eines Beispielgebäudes. Und da liegt die Steiermark, wie man sieht, relativ gut. Mit 57,6% ist es derzeit schon möglich, aber jene, die sich das Restliche nicht leisten können, wird es natürlich trotzdem schwer, gerade wenn Energiekosten, die ganzen Betriebskosten schon extrem gestiegen sind. Also um eine Sanierung finanzieren zu können, um energetisch sein Gebäude zu mobilisieren, betraf es aus meiner Perspektive um einiges mehr noch an Sanierungsförderung. Was sind diese Lösungsansätze im Groben? Es geht darum, Gesamtgebäude als Ressource zu sehen, also wirklich diesen gebauten Bestand zu fokussieren. Es geht darum, eine Zweckwidmung bei der Wohnbauförderung wieder einzuführen. Also wir haben heute schon gehört, Finanzausgleich ist da das Schlagwort. Es geht um kollektive, genossenschaftliche Wohnmodelle aus meiner Perspektive. Da geht es um Mitbestimmung, auch ein Wort, was wir heute schon mehrmals gehört haben. Und dann ist aber eine Frage noch offen, dieser lokale Wohnbedarf. Was braucht jetzt wirklich eine Kommune, eine Region, ein Bezirk? Diese Frage kann man nicht so leicht beantworten, aber hier so als kleiner Überblick oder Impuls, was es für Projekte gibt. Die eine, die andere wird Sie vielleicht kennen. Die Kovos, das ist in der Nähe von Graz eigentlich, im Norden von Graz, ein Mitbestimmungsprojekt, wo ein alter Bauernhof, man sieht es vorne, ein Dreikant gekauft wurde und hinten sehr verdichtet dazu gebaut wurde, 27 Wohneinheiten, sehr divers, sehr durchmischt, sehr heterogen, die Bewohnerschaft dort, mit ganz intensiven sozialen Kommunikationsfähigkeiten und Netzwerken. Da wird sich intensiv über die Mobilität ausgetauscht, da wurde sie intensiv über ökologische Baumaßnahmen ausgetauscht und auch wie viel sie wirklich dort versiegeln. Also ein ganz großartiges Projekt. Unbedingt hinschauen, wer dort in der Nähe mal ist, Burgstall bei Eggersdorf.
Ein weiteres Projekt, auch in der Steiermark, ist in Fähring. Das ist eine alte Kaserne, die dort seit vielen Jahren auch als Mitbestimmung umgebaut wird. Also eigentlich eine so nicht klassische Wohnnutzung ursprünglich, die an diese Gruppe verkauft wurde, diese Anlage, und auch sogar durch sehr innovative Finanzierungskonzepte, das überhaupt möglich geworden ist. Ein Finanzierungspool wurde dort eingerichtet. Und dort wurde seit Jahren diese Kaserne umgebaut, erweitert, modernisiert. Auch die Freiflächen werden bespielt und einer neuen Nutzung hinzugeführt. Also auch da gerne vorbeifahren, sich das anschauen, weiter vertiefen. Die Links sind dabei. Spannende Sache. Dann gibt es ein Good Practice aus meiner Perspektive. Das Ganze heißt Kollokation. Das findet in Wien aktuell am meisten statt. Und ich habe da dieses Zitat mitgebracht. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt hat, er wünsche sich, in einem Alten- oder Pflegeheim alt zu werden. Und genau daraus hat sich dieses Projekt Kollokation entwickelt. Gemeinsam urban wohnen, um gemeinschaftlich sich dort auch eben über Mitbestimmung zusammenzufinden und zu überlegen, wie kann ich auf verkleinerter, verringerter Fläche, also es hat auch was mit Umzug zu tun natürlich für ältere Menschen, gemeinschaftlich mit anderen wohnen. Und die wohnen da einfach in einem klassischen Wohnbau und haben eine Etage für sich sozusagen in Besitz genommen und haben die einfach für sich entwickelt. Also auch sehr spannend, dorthin zu schauen. Und ein großartiges Projekt in einem geförderten Wohnhaus in Wien. Und dann gibt es aber auch so ganz klassische, fast ländliche Projekte. Abschließend eine Aufstockung in Salzburg. Ein klassisches Einfamilienwohnhaus, was auch untergenutzte Räume und Flächen hatte, weil nur mehr eine Person darin gelebt hat, wurde zu einem Mehrparteienhaus umgerüstet, umgebaut, erweitert und entsprechend dieser Fußabdruck, nochmal Flächeninanspruchnahme habe ich angefangen darüber zu referieren, wurde nicht vergrößert. Er wurde einfach nur besser, intensiver genutzt letzten Endes und diese Wohngemeinschaften, Hausgemeinschaften, die wachsen natürlich auch darin zusammen und auch hier ist es möglich, dann im Alter gemeinschaftlich, nicht allein auf den 100 Quadratmeter im Einfamilienhaus, sondern gemeinschaftlich mit anderen, mit viel Unterstützung auch, im direkten Austausch zu altern, aber auch mit Jungen sich gemeinsam auszutauschen. Und damit möchte ich noch einen kleinen Lösungsansatz mitgeben, eben um dieses Thema Einfamilienhaus vielleicht noch ein bisschen weiterzudenken, was kann man machen, auch wenn man vielleicht gerade selbst an diesem Punkt steht. Untermiete, Wohnen für Hilfe ist eine Möglichkeit. Es gibt immer die, oder meistens die Möglichkeit, dass man Häuser mit anderen Zugängen, Eingängen abtrennen kann, separieren kann, Einliegerwohnungen, klassische würde man fast ein bisschen sagen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit natürlich eines Umzugs, Wohnungstauschbörsen, Haustauschbörsen wäre da so eine Idee. Gibt es in Deutschland schon, wird dort praktiziert in einigen Städten, um sozusagen, Sie erinnern sich vorher, die Menschen, die auf viel Quadratmeter alleine wohnen und die mit vielen Menschen auf wenig Quadratmeter wohnen, sozusagen zusammenzubringen und zu tauschen. Also Familien, die wirklich die großen Flächen brauchen und eher Alleinstehende oder Paare, die in ihren Häusern leben, vielleicht zusammenzubringen. Diese Umbau-Einliegerwohnung eben abtrennen, habe ich schon vorher erwähnt, das ist so ein klassischer Ansatz in dem Bereich. Man kann natürlich auch vermieten, soziale Wohnraumvermittlungen anbieten, um zum Beispiel auch für Pendlerinnen, Pendler, Studierende, Schüler, also da gibt es, glaube ich, relativ viele Möglichkeiten, die man auch in Bezirksstädten umsetzen kann. Und wohnen gemeinschaftlich, flächensparen, flexibel. Da habe ich Ihnen ein paar Beispiele gezeigt, die sogar in der Steiermark existieren. Da gibt es noch viel, viel mehr ältere Projekte, die in den 70er, 80er Jahren errichtet wurden, die man sich anschauen kann und ich auch gern Auskunft geben kann dazu. So viel aus meiner Perspektive, aus der wissenschaftlichen. Vielen Dank und ich hoffe, Sie konnten sich einige Impulse zu diesen vielen tollen Sachen dazu nehmen.
sehr spannend auch heute wieder. Vielen herzlichen Dank, dass auch ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr die nächste Keynote auf keinen Fall verpassen oder sogar live miterleben möchtet, einfach reinschauen auf steiermark.sboe.at/Zukunftsprogramm. Dort gibt's alle Veranstaltungen und Themen im Überblick. Und für heute war's das auch schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red ganz direkt.